Hallo Internet und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Animal Crossing New Horizons. Hallo liebe Bewohner, es ist Donnerstag, der 21. Mai 2020, 13.22 Uhr hier auf Huxeltopia. Hier nur das Neueste für heute. Heute haben wir Besuch auf dem Campingplatz. Ich hoffe, dass unser Gast selbst sehen kann, was Huxeltopia so besonders macht. So, damit sind wir für heute am Ende. Ich wünsche euch allen noch einen wunderschönen Tag. Oh, ein Campingplatzbesucher. Nice. Vielleicht ist es ja jemand Cooles. Irgendjemand, den ich direkt in mein Herz schließe. Wer weiß, wer weiß, wer weiß. Oh, und Post haben wir auch. Es fängt gut an heute. Oh, viele Leute haben uns geschrieben. Fructus zum Beispiel. Holz? Holz! Holz! Wie bei SpongeBob. Schokolade! Schokolade! Noch mehr Holz! Ich und mein Holz. Holzi, Holzi, Holz. Holz und mein Holz. Du Holz, ich Holz, weil Stein ist Holz. Holz, ich und ich bin dich und Holz. Dankeschön fürs Holz. Nice! Lumius hat uns auch geschrieben. Yo, Huxel. Mein Kontakt ist schneller als ein Barracuda und darum ist dein Sammelfisch schon heute bei dir. Check das mal ab, yo. Hier ist beinahe noch ein fangfrischer Barsch für dich. Dankeschön. Dann Nux meinen Programm. Ja, wir hatten ja mehrere Sachen bestellt. Sehr gut. Immer her damit. Und Cleo hat geschrieben, lieber Huxel, unsere Freundschaft ist mir sehr wichtig. Und was ist das Wichtigste in einer Freundschaft? Offenheit. Somit möchte ich dich auffordern, mir alles frei heraus zu erzählen. Was es auch sei, immer für dich da, deine Cleo. Oh, süß. So, wir kriegen Holz, wir kriegen Holz. Holzi, Holzi, Holz. Vielen Dank fürs Holz. Barschmodell, auch nicht schlecht. Tränkeautomat, das hatten wir bestellt. Verkaufsautomat und die Parkstanduhr. Sehr schön. Ja, vielen, vielen Dank auf jeden Fall an dich für das geschenkte Holz. Denn ja, ich habe kontinuierlich Holzmangel auf der Insel. Es ist wirklich so. Ah, direkt ins Lager damit. Mal ein bisschen das Holzlager wieder aufbessern. Sehr schön, ich freue mich sehr. Und ja, ich würde sagen, dann gehen wir noch als erstes auf den Campingplatz heute, oder? Das Coole ist, wir müssen heute übrigens nicht gießen, weil es regnet. Also nicht, dass ihr das Gießen normalerweise mitbekommen würdet. Ihr seht das ja eigentlich nicht. Ich mache das immer offscreen. Oh, und das Obst ist gewachsen. Vielleicht können wir morgen schon unser Haus upgraden. Naja, lassen wir uns mal überraschen vom Campingplatz. Trommelwirbel und zu Besuch ist heute ein hässlicher Affe. Hallo, ich bin ein hässlicher Affe. Gib mir 5, wenn du auch gerade Spontanurlaub hier machst. Ich möchte gerne keinen Kontakt zu dir und ich würde gerne nie wieder mit dir reden. Die Affen sind so hässlich in dem Spiel. Boah. Vielleicht ist die ja ganz freundlich, aber ich finde die echt, ey, die Affen, die gehen gar nicht. Die finde ich mega hässlich. Also, ich habe das Lösungsbuch zu Animal Crossing mir auch bestellt irgendwann mal. Das heißt Lösungsbuch, aber so ein Guide. Und da stehen auch alle Bewohner drin. Ich habe mir die Bewohner mal angeguckt. Das ist echt so, eigentlich sind alle süß, außer die Affen. Die Affen, die gehen gar nicht klar. Boah, die sind so widerlich. Ah, vielleicht widerlich nicht, also ist vielleicht ein bisschen übertrieben, aber die sehen schon nicht hübsch aus. So, was haben wir denn hier oben heute? Haben wir denn neue Blümchen? Hier ist auf jeden Fall was gewachsen. Ich mag übrigens die Atmosphäre beim Regen. Hatte ich aber, glaube ich, schon mal erwähnt, ne? Ich liebe diese Regenatmosphäre. Jo, hier haben wir nichts Neues. Wenn es eine neue Blume wäre, dann müsste sie auf einen der braunen Felder wachsen. Feldern wachsen. Das heißt, das hier ist wahrscheinlich einfach nur eine weiße Rose. Okay, aber die können wir umtopfen. Die können wir irgendwo anders hinstellen. Nö, wie sieht es hier vorne aus? Hier ist auch nichts gewachsen. Okay. Oh, die schwarze Rose, die sieht mega geil aus, oder? Boah, sehen die cool aus. Naja, schade. Heute nichts dabei an Blümchen. Boah, ich hätte schon fast wieder eine umgerannt. Mann. Ich muss da echt mal ein bisschen aufpassen. Dann würde ich sagen, gehen wir heute doch als erstes mal die Gegenstände aufstellen. Hier wollte ich auch noch ein bisschen weiter dran arbeiten. So, und zwar hier vorne auf dem Plätzelein. Da wollte ich die hinstellen, die Sachen. Moment. Ich nehme mal die Telefonzelle hier weg. Jetzt stellen wir erstmal die Automaten hier hin. So, erstmal der Getränkeautomat.
Oder passen die nebeneinander? Moment. Kaufsautomat, ich glaube, der ist ein bisschen breiter. Ja, der ist ein bisschen breiter. Okay, dann kommt der einfach hier hin. Ja, hier passt er aber hin. Ich glaube, der steht auch schon ganz hinten. Genau, ich weiß nicht, ob man den näher an die Laterne schieben kann. Auch nicht. Okay. Naja. Das passt doch. Sieht doch ganz nett aus. Ja, dann haben wir natürlich die Telefonzelle. Die ziehen wir jetzt einfach mal nach hier unten um. Steht sogar richtig rum. So, sehr gut. Und dann haben wir eigentlich nur noch die Uhr. Die müssten wir eigentlich hier links oder rechts nebenstellen. Ich stelle mal rechts daneben. Parkstanduhr. Ja, dann wissen wir auch immer, wie spät es ist. Nicht, dass wir das jemals aus den Augen verlieren würden. Aber sehr schön. Da haben wir wieder ein bisschen was aufgestellt. Das Barschmodell, das kommt, denke ich mal, ins Lager. Wobei, wollen wir uns das mal angucken? Wow. Das ist wirklich sehr unspektakulär. Okay. Das kommt wirklich ins Lager, denke ich mal. Na gut, dann machen wir mal mit unserem regulären Rundgang weiter. Hallo Lupo. Lupo hat einen sehr schönen Schirm auf jeden Fall aufgespannt. Und wir gehen ins Service Center. Hallöchen ihr beiden. Ja, wieder schwer beschäftigt natürlich. Schwer beschäftigt die beiden. Ja, wir kassieren Bonusmeilen. Dann haben wir auch schon über 5000. Irgendwas wollte ich doch von 5000 Meilen kaufen. Was war das denn nochmal? War das das Roboterrezept? Oder Modell? Bauanleitung meine ich. Nee, oder war das hier die Monsterfigur? Aber ich kaufe die Monsterfigur jetzt einfach mal. So, 5000 Meilen für die Monsterfigur. Eigentlich müssen wir den Helden und das Monster irgendwie aneinander stellen. Aber egal. Hauptsache, wir haben es erstmal bestellt. Dann gehen wir ins Shopping-Menü. Und wir haben heute eine Schubkarre, eine Zypresse, Regenschülerhut. Wisst ihr was? Die Schubkarre bestelle ich. Die stelle ich mir in den Garten. iPhone-Brille, Hallo-Shirt, Schnurrbartik-Shirt, Feierabend-Rock, Wassersportschuhe und Ich liebe dich! Ich liebe dich! Clowns und Helden, kennt wahrscheinlich keiner. Ist ein Song aus den 80ern. Ja, sehr schön. Also ein Lied, was wir auf jeden Fall noch nicht hatten. Und ansonsten... Achso, ich wollte ja mal Melinda nach unserer Inselwertung fragen. Ich wollte mal wissen, was wir aktuell so für eine Wertung haben. Sind wir immer noch bei 3? Sind wir schon höher? Oh, Huxel, guten Tag. Wie kann ich dir heute helfen? Das Insel-Image. Du machst dir also Gedanken um das Image von Huxeltopia, ja? Als Bewertung hat Huxeltopia im Moment 4 Sterne. Es ist irre, wir sind unheimlich gefragt. Touristenführer-Redaktionen prügeln sich geradezu um uns. Da wäre auch noch was ich dir gerne direkt vorlesen würde. Anfangs bin ich nur gekommen, weil mein Bruder hierher gezogen ist, aber ich habe mich in die Insel verliebt. Vielerorten gibt es so viele Lichter, dass der Nachthimmel vollkommen unsichtbar ist. Aber auf Huxeltopia ist das anders. Ich bin froh, von hier die Sterne betrachten zu können. Nun, das war's. Ich höre immer wieder, dass unsere Insel mehr fürs Auge bieten könnte. Was es genau heißt, na simpel formuliert, dekorieren müssen wir. Die ganze Insel muss mit schönen Sachen zum Hingucken verziert werden. Das Nook-Portal zum Beispiel bietet allerlei Bastelanleitungen und Items, die bei sowas helfen können. Und wenn du fleißig gesparte Meilen einsetzt, dann kannst du die Insel schon bald mit toller Deko überschütten. Und fertig, das war's auch schon. Wenn du mal wieder das Neueste zum Insel-Image erfahren möchtest, dann frag mich einfach. Kann ich sonst noch was für dich tun? Nein? Okay, Leute, 4 Sterne, da können wir uns durchaus drüber freuen. 4 Sterne ist eine gute Wertung. Aber wir müssen tatsächlich noch ein bisschen mehr dekorieren draußen. Ja, ist jetzt nicht so, dass mich das überraschen würde, ehrlicherweise. Ich finde es auch ein bisschen schade, dass man für das Insel-Image die Insel so voll spammen muss mit Gegenständen. Weil ich würde sagen, so vom Stil her ist meine Insel eigentlich schon sehr hübsch. Ich mag das, es ist sehr aufgeräumt. Ich fühle mich hier sehr wohl. Für mich persönlich ist es auch die hübscheste Insel, die ich jemals so gesehen habe. Also, wenn es nur so um mich selbst geht, ich habe auch bei YouTube mir mal so Inseln angeguckt. Ich finde, meine Insel ist schon für mich persönlich jedenfalls die schönste Insel, die ich kenne. Also, ich liebe es hier. Aber natürlich gefällt mir die Insel. Ich meine, ich habe sie gebaut, ne? Also sollte sie mir im Idealfall auch gefallen. Es ist halt so eine Insel, die genauso zu meinem Stil passt. Ich mag es gerne so ein bisschen strukturierter. Hallo, willkommen in Nuxladen. So, das sieht doch antik aus.
Es ist ein Antikschrank, genau. Davon sind nur begrenzte Stückzahlen erhältlich. Bei Interesse solltest du also zuschlagen. 37.000 kostet der. Hab ich leider gerade nicht. Was ist das hier? Eine Asienkommode. Habe ich schon eine Asienkommode? Ich glaube, ich habe die in Blau, ne? Nehme ich mal mit. Die könnte ich mir in Braun besorgen. Das würde dann besser zum Stil des restlichen Raumes passen. Okay, sehr schön. Was haben wir hier im Schrank? Da haben wir, ja, natürlich das Werkzeug und ansonsten diverse Tapeten, die wir aber alle bereits kennen. Kopfsteinpflaster. Könnte man theoretisch was mitmachen. Nehme ich mal mit. Weiß jetzt selber noch nicht genau, was ich damit machen kann, aber irgendwas würde ich damit definitiv ausgestalten. Achso, Moment, ich hole mal ganz kurz Geld ab. Und schon sind wir liquide. Ja, das führt natürlich wieder dazu, dass ich ja, wieder weniger Geld für das Haus-Upgrade habe. Aber ist halt so, 37.000 Sterne, das können wir uns jetzt auch leisten. Das ist jetzt nicht... 37.000 ist nicht die Welt. Das haben wir. Ja, ich werde, denke ich mal, wirklich jetzt demnächst mal irgendwann mal die Rüben auf einer anderen Insel verkaufen müssen. Ich habe es jetzt dieses Mal wieder nicht gemacht, aber irgendwann, früher oder später, komme ich nicht mehr drum rum, glaube ich. Damit ich da wirklich mal ein bisschen mehr Geld zusammenbekomme. Ja, und damit wir das Haus upgraden können und dann eine neue Etage haben. Ich werde auch auf die neue Etage, glaube ich, den Antikraum packen, beziehungsweise diese Antikgegenstände, die werde ich in die neue Etage stellen. Denn, ja, die Antikgegenstände, die nehmen echt viel Platz ein. Wir werden uns das gleich nochmal anschauen. Wir hatten es ja zwischendurch auch schon mal gesehen. Ja, da braucht man sehr viel Platz für und dafür brauche ich einfach einen größeren Raum. Was haben wir denn hier heute bei Kleidung? Bikerjacken, sehr schön, Bürohemden hatten wir uns zwischendurch mal gekauft. Feinstrickpullover, ich glaube, den nehme ich sogar mit, der ist ja sehr schön. Rowdy-Schuljacke, oh, Rowdy-Huxel, finde ich auch gut. Ich glaube, ich nehme sogar die Rowdy-Schuljacke. Aber man kann nur eine Sache kaufen. Beziehungsweise nacheinander natürlich könnte man auch beide Sachen kaufen. Aber ich kaufe jetzt nur die Rowdy-Schuljacke, die finde ich tatsächlich ganz schick. Dann haben wir wieder die 7/8-Hose, die kennen wir ja schon in- und auswendig. Ringelhose, Karo-Herbstkleid. Oh nein, oh nein, oh nein, oh nein. Das ist ja furchtbar. Baustellenhelm. Oh, Clownsmaske. Ein bisschen aus wie bei Persona 5 hier. Okay, nee, aber sonst ist nichts dabei. Ja, dann bleiben wir mal bei der Rowdy-Schuljacke und die kaufen wir und die ziehen wir auch direkt an. Du siehst großartig aus. Danke für deinen Einkauf. Ich hab zu danken, denn wir sehen wirklich furchtbar, furchtbar schick aus mit unseren neuen Klamotten. So, und jetzt gehen wir mal einmal ganz kurz in die Bude, würde ich sagen. Und wir stellen mal eben den Schrank auf. Ja, wir stellen den jetzt trotzdem in den Antikraum. Der Antikraum ist wirklich zugeschüttet mit Gegenständen. Ich hatte es gerade eben schon mal erwähnt, das weiß ich auch. Aber solange wir keine neue Etage haben, will ich zumindest für die Akademiewertung dennoch alle Gegenstände in einem Raum sammeln. Auch wenn man sich hier kaum noch bewegen kann. Das Problem werden wir dann, wie schon gesagt, beheben, wenn wir den neuen Raum haben. Also, Baumodus und dann stellen wir hier mal so ein bisschen um. Wobei, wir könnten mal vielleicht das Bett nach oben stellen, damit wir da wenigstens durch den Gang ordentlich durchgehen können. Ja, genau. Ja, es ist wirklich extrem eng hier. In den hinteren Bereich kommt man gar nicht mehr. So, Antikschrank. Ja, aber ich glaube, wenn man wirklich ein bisschen mehr Platz hat, sieht dieses Set wirklich sehr, sehr hübsch aus. Also ich könnte mir schon vorstellen, dass es auch optisch sehr, sehr ansprechend ist, durchaus. Von daher. So, Lalle, das war's mit dem Antikraum. Dann gehen wir einmal ganz kurz in unser Asienzimmer und tauschen da die Kommode aus. Ich glaube, die Kommode, die hatten wir ursprünglich mal von Annika bekommen. Ich hoffe, Annika ist jetzt nicht traurig, wenn wir die Kommode da wegnehmen. Aber ich meine, sie hatte seinerzeit auch geschrieben, dass es die falsche Farbe ist. Oh ja, toll. Kommode gegen Kommode getauscht. Was ist hier los? Nein! Ach Mann, ich drück zu schnell. Oh, Asienkommode. Jetzt ist es die richtige. Wobei, ich glaube, das Barschmodell, das können wir hier sogar mal draufstellen. Das passt sogar so ein bisschen hierzu, finde ich, oder?
Ach ja, es passt zu diesem asiatischen Stil. Ja. Ich hätte ja auch dieses Fischbild an die Wand gehängt. Und ich meine, die Asiaten sind ja große Fischesser. Ah nein, mein Lager ist voll. Naja. Ja, sehr schön, aber die Räume haben ja auf jeden Fall nach und nach Gestalt angenommen. Wenn wir noch ein paar mehr Gegenstände haben, dann reorganisieren wir die auch mal ein bisschen, damit die vielleicht mal ein bisschen ordentlicher aussehen. Auch unseren Hauptraum hier könnten wir mal neu gestalten. Wir haben ja schon doch durchaus ein volles Lager, aus dem wir uns dann bedienen können an Gegenständen. Und ja, von daher gucken wir mal. So, jetzt machen wir mal ein bisschen mit unserer Insel-Aufräumaktion weiter. Ich bin ja immer noch dabei, die Insel ein bisschen hübscher zu machen. Ich hatte ja vor 2 Parts oder so mal gesagt, dass ich so ein bisschen was korrigieren möchte. Ich möchte hier so ein bisschen, Pflanzen nochmal in den Boden packen, beziehungsweise hier Blumen anpflanzen. Ich möchte unter anderem, und damit fangen wir heute, glaube ich, auch mal an, die Palmen hier so ein bisschen auseinanderziehen. Denn das Problem bei den Palmen ist, die stehen mir hier zu dicht. Die stehen mir hier teilweise ein bisschen zu dicht. Ich finde, das ist ein bisschen unästhetisch. Und ich will das so ein bisschen entwirren. Hier oben geht's sogar. Also da oben finde ich es sogar noch ganz in Ordnung. Aber hier diese Ecke. Also die Ecke, die finde ich wirklich nicht schön. Und da graben wir jetzt einfach mal ein paar Bäume aus. Und schauen mal, dass wir die am Strand vielleicht weiter hinten, also weiter links auch hinstellen. Denn da sind dann halt gar keine Palmen. Und ich finde, das so geballt zu haben, das ist ein bisschen blöd. So, und dafür futter ich jetzt einfach mal die ganzen Pfirsiche als erstes. Das müssen wir ja machen, damit wir den ganzen Kram überhaupt ausbuddeln können. Und dann stellen wir die um. Dann hätte ich gesagt, ernte ich mal so ein bisschen Kirschen, Äpfel und Birnen. Und Orangen. Und dann schauen wir mal, dass wir auf dem Rest der Insel auch nochmal ein paar Bäume hier und da hinstellen. Und im nächsten Part können wir uns dann ja so ein bisschen um Blumen kümmern. Beziehungsweise um die Gestaltung der einzelnen Bewohnergärten. Denn auch die Gärten, die sind ja längst nicht fertig. Ihr müsst ja bedenken, ich hatte ja irgendwann mal, wirklich ganz am Anfang, ich glaube so in Part 10 oder so, habe ich mal gesagt, dass ich um jedes Haus hier so einen Garten bauen will. So wie das hier zum Beispiel bei mir, Mira der Fall ist. Und da habe ich ja irgendwann mal mit aufgehört. Also das habe ich nicht vergessen, das machen wir. Und jetzt, wo das Let's Play ja langsam ein bisschen geruhsamer wird und wir viel erledigt haben, ist eigentlich auch ein ganz guter Zeitpunkt gekommen, das mal zu machen. So, also hier kommen jetzt mal definitiv ein paar Palmen weg. Ey, buddel die Palme da weg. Mann, immer dieses Verbuddeln. So. Vor allen Dingen, die könnte ich mal ein bisschen weiter auseinanderstellen auch. So, dass sie nicht immer so in einer Reihe stehen. Den ziehe ich zum Beispiel mal ein bisschen weiter nach hinten um. Könnte zum Beispiel hier vorne hin. Beziehungsweise die Palme könnte da vorne hin. Aber hier, das sind viel zu viele auf einen Haufen. Du kommst weg. Und die lasse ich aber, glaube ich, stehen. Ja, das ist okay. Wobei, die hier auch noch weg. Die packen wir auch noch weg, die Palme. So, jetzt haben wir aber genug. Okay. Ja, dann wie schon gesagt, also ein bisschen Obst sammle ich jetzt hier auch noch parallel, damit wir noch Bäume anpflanzen können. Ich kann ja mal so von jeder Sorte irgendwie mal so 3 Stück hier einsacken. Also 3 Kirschen, 3 Orangen, 3 Äpfel. Und dann entscheiden wir einfach so aus dem Bauch raus, was wir damit machen. So, wie sieht's denn hier aus? Hier ist es auch ein bisschen zu geballt. Ach, das ist mir auch zu viel. Moment, hier kommen auch noch Palmen weg. Ich futter jetzt einfach mal hier Kokosnüsse. Ich weiß, normalerweise sollte ich die eigentlich verkaufen, aber ich habe jetzt keine Lust. Noch mehr zu sammeln. So. Genau, wo packen wir denn hier Palmen weg? Also die hier kann zum Beispiel mal weg. Die hier vielleicht auch. Boah, sind das viele. Mann. Die habe ich aber auch seinerzeit mega übertrieben. Ach, okay, dann kommen hier noch mehr weg. Ja, komm, dann sammle ich doch noch Pfirsiche. Jetzt habe ich gerade noch die Kokosnüsse gefuttert, weil ich keine Pfirsiche sammeln wollte. Jetzt mache ich es am Ende doch wieder.
Oh, oben, da oben auf dem Spielplatz liegt übrigens ein Fossil. Ihr habt es vielleicht im Augenwinkel schon gesehen. So, Nummer 1. Nummer 2. 3 könnten so gegebenenfalls schon reichen. Schauen wir mal. Du kommst weg. Ach, und die hier vorne auch. Die finde ich auch blöd. Aber jetzt ist es wirklich viel entwirrter hier. Auch, dass die hier beiden nebeneinander stehen, ist auch ein bisschen blöd. Aber, was man machen könnte, ich könnte zum Beispiel hier noch eine Palme hinstellen. Ja, ah! Ach, das sieht ganz nett aus, neben der Bank. Ja, oh, das sieht ganz hübsch aus. Ach, das ist ja sogar sehr, sehr schön. Im Moment, das kann ich doch überall machen. Das kann ich doch hier zwischen, neben den Bänken auch noch machen. Oder passt das nicht? Nee, ich glaube, das passt nicht mit dem Stein da. Naja, das passt nicht. Okay, lassen wir es mal so. Dann kommen hier jetzt endlich mal Palmen hin. Also hier pflanzen wir jetzt einfach mal eine. Und wir lassen immer so ein bisschen Platz dazwischen. Damit das nicht wieder so vollgestopft ist. Ich mache mal so ein bisschen Zickzackmuster am besten. Was? Kein Platz? Wie viele haben wir jetzt noch? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ah, das sieht schon schöner aus. Vor allen Dingen ist dann der Strand hier vorne auch nicht so leer, weil ich mir zwischendurch auch schon immer dachte, ja, der Strand hier, der sieht so ein bisschen trostlos aus. Und wenn man hier wirklich so ein paar Palmen hinstellt, dann ist es irgendwie ein bisschen lebendiger. Das fühlt sich ein bisschen lebendiger an. So, und eine Palme kommt jetzt noch da oben hin. Genau, und dann haben wir es. Vielleicht... Ja, jetzt haben wir hier noch einen freien Bereich. Vielleicht pflanze ich hier noch welche. Ich habe ja noch Kokosnüsse dabei. Auch hier natürlich mit mehr Abstand. So. Ich hoffe, das reicht zum Wachsen. Ja, dann kommen hier auch Kokosnüsse rein. So. Und ich habe vorhin auch die Flaschenpost schon gesehen. Die müssen wir natürlich auch einsammeln. Ja, haben wir noch ein paar mehr Kokospalmen, beziehungsweise einfach Palmen. Was sage ich denn immer? Kokospalmen. Ich bin auch bekloppt. So, und hier haben wir eine Flaschenpost. Und in dieser Flaschenpost steckt ein Brief, beziehungsweise das ist eben die Flaschenpost. Hallo du! Beim Basteln habe ich letztens die falschen Materialien genommen. Heraus kam diese Bastelanleitung. Ist super einfach zu bauen. Wenn ich es schaffen kann, dann jeder. Hoffentlich gefällt sie dir. Ich liebe Basteln. Thorsten. Ein Umzugskistenset. L, also large wahrscheinlich. Ja. Ob ich mir das jetzt crafte, sei mal dahingestellt. Ist jetzt eher was ich glaube ich nicht so toll finde. Ich habe auch gerade ein Geschenk gehört. Habt ihr auch ein Geschenk gehört? Ah, schau mal ihn an. Los! Wieder ein Geschenk! Nice! Oh, sehr schön. Was bekommen wir? Wir kriegen... einen Bodensitz. Naja. Okay. So, ich gehe jetzt diese Strecke hier noch einmal ganz kurz ab. Aber das sieht ganz vernünftig aus. Okay, und dann gehen wir mal zum rechten Rand der Insel und da schauen wir dann mal, wo wir eben noch Bäume einpflanzen können. Ich will hier auf dem Weg nochmal eben so ein bisschen Muscheln einsammeln. Ich hatte nämlich gesehen, ich stehe kurz vor einem Meilen-Achievement, wo ich hier am Strand halt immer ganz viele Muscheln einfach nur einsammeln muss. Oh, Jan ist auch da. Irgendwann reden wir auch mal wieder mit Jan. Ich habe noch nicht so wirklich mit Jan gesprochen die ganze Zeit über. Und der wohnt ja auch schon ein paar Tage hier. So. Oh, Aziza ist da! Hey! Salam, nenn mich Aziza. Ich bin bekannt bei allen, die die schönsten Teppiche suchen. Aziza bringt sie aus der fernen Heimat vorbei. Möchtest du welche kaufen? Ja, Mystery-Tapete! Und Mystery-Boden. Ja, Mystery-Boden! Los!
Boah, hoffentlich ist da wieder irgendwas Geiles dabei. Komm schon, irgendwas Nices. Irgend so ein richtig hübscher Boden. So, was haben wir denn? Wir haben eine Sandplatzmauer. Okay. Und ein Vulkanboden. Boah, ich wette, Vulkanboden sieht richtig geil aus. Das schauen wir uns gleich noch an. So, jetzt kümmern wir uns aber erstmal um die Bäume, wie angekündigt. Wo könnte man denn hier noch Bäume hinstellen, um das so ein bisschen lebendiger zu machen? Allgemein eigentlich immer so in diese Wegnähe. Zum Beispiel hier oben hin. Ich buddel da mal ein Loch einfach hin. Ja, hier könnte man einen ganz guten Baum hinpflanzen. So, da es nur optisch ist, ist es im Prinzip auch vollkommen egal, was ich jetzt für ein Obst nehme. Ja, hier kommt ja vermutlich noch ein kleiner Garten rechts daneben. Ansonsten, Baum steht hier ja, aber hier an den Straßenrand könnte man eigentlich auch noch welche stellen. Ja, packen wir auch mal Bäume hin. Auch das wird dem Stadtbild mit Sicherheit zugutekommen. So, dann haben wir hier noch so eine Weggeschichte. Da kommt hier links auf jeden Fall noch ein Bäumchen hin. Wobei, Moment, den stelle ich mal vielleicht ein Feld weiter weg noch. Denn der rechte steht ja auch ein Feld weiter weg vom Weg. So, Baum, Baum. Ja, dann hier könnte auch noch einer hin. Sieht auch ganz nett aus. Ansonsten, wir können das nächste Mal, wenn der Händler da ist, ja auch wieder Büsche kaufen. Wäre auch noch so eine Idee. Ach stimmt, hier ist es auch so super leer. Da hatte ich auch schon mal überlegt. Da oben kommt noch ein Garten hin, aber hier vielleicht so den Weg runter. Stellen wir jetzt einfach auch mal Bäume hin. So. Ja, und dann muss ich wirklich, also im nächsten oder im... Ja, doch. Also wir müssen dann echt mal vielleicht mal im nächsten Part anfangen, die Gärten hier zu gestalten. Ich habe zwar noch große Bauprojekte auch vor, also mir fallen noch Sachen an, die wirklich groß sind und wo es auch Spaß macht, die zu bauen. Aber ich will jetzt eigentlich erst einmal die nächsten paar Parts nutzen, um wirklich die Insel mal so allgemein ein bisschen aufzuräumen und so hübscher zu gestalten, sodass ich so grundsätzlich sage, okay, jetzt bin ich erstmal zufrieden und dann kümmere ich mich wieder um die Bauprojekte, weil ich habe... Ja, zwischendurch, ich bin immer so von Bauprojekt zu Bauprojekt gewandert und habe nicht so richtig drauf geachtet, den Rest der Insel nachzuziehen. Dieses Feld hier, beziehungsweise diesen Bereich hier, den lasse ich weiterhin frei, falls noch neue Geschäfte dazu gepatcht werden. Ich gehe ja weiterhin davon aus, dass Nintendo da irgendwann nochmal Content nachliefert. Ansonsten, so, hier brauchen wir jetzt nichts mehr, glaube ich. Genau. Okay. Ja, dann gehen wir noch einmal nach Hause und schauen uns mal den Bodenbelag an. Beziehungsweise den Teppich. Wobei, mein aktueller Boden gefällt mir eigentlich ganz gut. Also, was haben wir hier? Vulkanboden. Boah, sieht das geil aus. Boah, ist das cool. Boah, das muss ich definitiv behalten. Was ist mit der Sandplatzmauer? Oh, nee, die geht gar nicht. Okay, aber hatten wir nicht irgendwann mal... Achso, mein Lager ist ja voll. Hatten wir nicht irgendwann mal so eine Tapete, die dazu passen würde? Hatten wir nicht mal so eine Lava-Tapete oder so? Ich meine, wir hätten mal irgendwann eine bekommen. Ganz am Anfang. Tatsächlich, Vulkantapete. Okay, also die Kombination, ohne Scheiß, die sieht schon mega, mega geil aus. Ich glaube, das lasse ich so. Also das ist ja absolut beeindruckend. Das sieht ja hammermäßig aus. Sehr, sehr schön. Und mit diesem wunderschönen Anblick, liebe Leute, beende ich diesen Part. Ich hoffe, ihr hattet Spaß und der Part hat euch gefallen. Sollte dem so sein, lasst mir gerne ein Like und ein Abo da. So oder so würde ich sagen, bis zum nächsten Mal, wenn es weitergeht, hier auf Hoxeltopia. Also, macht's gut, euer Hoxel. Ciao.